Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier wieder in meinem Outdoor-Office. Ich bin's wieder, euer Anton. Ihr seht, mein Büro hat sich ein bisschen verändert. Ich bin jetzt gerade hier am Strand. Hat leider tragische Hintergründe wieder. Der Wald, der brennt. Oder hat in den letzten Wochen zweimal gebrannt, sodass meine ganze Familie Probleme mit dem Hals hatte, mit dem Atmen. Und wir haben jetzt hier die letzten Tage schon jede Menge ausgehustet. Und ja, Zeit ist mal wieder verflogen und deswegen hoffe ich, dass ihr alle fleißig gewesen seid, auch mit euren Praxisübungen, weil jetzt machen wir wieder Sonno, die perfekte Gesundheit, nächster Praxisteil, wo wir wieder eine schöne Erwärmung machen, weil ihr seht, Ort hat sich geändert, Zeit hat sich nicht geändert, meine Beleuchtung, die wird so langsam wieder hochfahren und ja, dass wir mal die Müdigkeit aus den Knochen kriegen. Fangen wir mal an, wieder mit ein bisschen Erwärmung. Körper von oben bis unten auflockern. Und dann wollen wir heute gleich mal so ein paar Bodenübungen machen, weil das geht ja hier im Sand gleich mal viel besser als zu Hause im Wald. Und ja, dann bitte ich euch, ohne viel Umschweife, mal kurz aufzustehen. Euch ganz gemütlich hinzustellen, eine ebene Fläche zu suchen, die Hände über euren Dungeon zu legen, ganz ruhig zu atmen. Bei der Einatmung ziehen wir den unteren Bauch ein. Bei der Ausatmung blähen wir den unteren Bauch auf. Einatmen, unteren Bauch einziehen. Ausatmen, unteren Bauch ausdehnen. Einatmen, unteren Bauch einziehen, ausatmen, unteren Bauch ausdehnen. Die Verbindung unserer beiden Augen, das linke Auge ist die Sonne, das rechte Auge ist der Mond, schaut über unsere Nasenspitze, auf unseren Brustraum, von unserem Brustraum auf unser Energiezentrum in unserem Bauch, unseren Dungeon. Das beobachten wir noch einen Moment. Atmen dabei weiterhin schön ein, indem wir den Bauch mit einziehen und aus, indem wir den Bauch auch ausdehnen. Dann öffnen wir unsere Augen und unsere Füße, halten mal unsere Hände an die Seite unseres Kopfes. Spüren vielleicht schon die Energie. Strecken unsere Hände zum Himmel. Und fangen an mit kleinen Hüpfern. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, wir haben gesagt, die Füße zeigen wir nach innen, damit wir unsere Energie konzentrieren. Die Hände sind wie unsere Magneten, die unsere Hüfte jetzt aufladen. 16, 17, 18 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unser Magnetfeld aufbauen.
5, 6, 7, 8. 1. Über unseren Schutzring. 7, 8. Jetzt mal alle Gelenke schön auflockern. Zur Seite und nach oben. Nach unten. Ui, das stört ein bisschen das Aufnahmegerät. Nach oben in den Himmel und unten. Ich bin gestern hier mit meinen Kindern, beide im Gepäck, schön den Strand lang, etliche Kilometer, wie ich dann gemerkt habe, schön in der Hitze. Deswegen ist heute so eine kleine Auflockerung. Sehr, sehr willkommen. Und hoch. Und haben uns geärgert, wie weh tut's. War mal wieder ein bisschen zornig. Ja, geht. Fast unbeschwert. Hände in die Seite. Einatmen. Zur Seite, ausatmen. Die Ellenbogen und das Gesicht bilden dabei eine Linie. Einatmen, zurück. Ausatmen, andere Seite. Einatmen, zurück. Ausatmen, nach unten. Einatmen, zur Mitte. Ausatmen. Nach. Einatmen zur Mitte. Ausatmen zur Seite. Einatmen zur Mitte. Ausatmen zur anderen Seite. Einatmen. Ausatmen. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Einatmen, andere Seite. Einatmen, nach unten. Einatmen. So, jetzt lassen wir unsere Schultern schön fallen. Kinn auch auf die Brust. Machen fünf langsame Kreisbewegungen. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Und zurück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Strecken wir unseren Hals schön. Gehen wir einmal auf die Zehenspitzen. Und erden uns. Hier geht es richtig rein in die Erde. Beim Ausatmen ziehen wir den Kopf zur Seite, zu beiden Seiten. Aha, hören schon, wie es schön kracht, vielleicht in unserem Halswirbelbereich. Dann ziehen wir die Arme an, Kopf auf die Brust und machen 10 schnelle Kreise.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lockern wir uns wieder auf. Und fangen jetzt an. Nehmen unsere rechte Hand. Massieren uns schön den 7. Halswirbel. Hier nach oben drückt er mal fest. Gehen dann wieder nach oben. Lassen wieder locker. Gehen ein bisschen höher. Drücken schön fest. Lassen wieder locker. Drücken wieder schön fest. Lassen wieder locker. Machen das gleiche jetzt mit der linken Hand. Schön hier hinten massieren. Wir merken alle selbst am besten, wo wir überall verspannt sind. Dort lockern wir schön. Drücken wir noch einmal schön fest. Lassen wieder locker, gehen etwas höher. Drücken fest. Machen wieder locker. Noch ein bisschen höher. Und locker. Jetzt nehmen wir die Finger, die Daumen. Und gehen damit schön in unsere Kuhlen hier hinten. Sehzentrum. Hier, wo der Schädeldeckenansatz ist, unter die Ohren, zum Kiefermuskel. Gehen einmal um die Ohren rum. Hier vor den Ohren ist auch angenehm. So zur Seite. Aber noch eine Runde gleich, weil es so angenehm war. Jetzt lockern wir hier unsere Schädeldecke ein bisschen auf. Ah, hier in der Seite ist bei mir immer sehr schön. Fang an zu klopfen, sanft. Klopfen dann doller. Lockern schön auf. Unser Gesicht massieren wir schön, Schläfen. Jede Öffnung, die hier so in dieser Schädeldecke ist, jetzt nicht in die Augen reindrücken, aber sonst massieren wir die schön. Augen nehmen wir auch bei der Gelegenheit. Drücken über den Augäpfeln eine Runde. Eieiei. Was hat sich denn da angesammelt? Noch eine Runde. Hier oben ist mal schön. Und richtig reinrücken. Der Finger kann schon verschwinden. Oioioi. Sie schläfen noch einmal schön. Lymphdrainage. Alles nach unten, schön.
den Daumen, die Zunge. Eieiei. Gehen wir hier, von hier vorne, Kiefer hoch, machen unseren Kieferknochen, entspannen den. Alles nach unten. So, ha, das, die Beleuchtung auch schon da. So, schüttel unsere Hand aus. Nehmen jetzt schön die Energie des Bodens. Nehmen die auf mit der Einatmung, ziehen dabei den unteren Bauch ein. Bei der Ausatmung fahren wir den unteren Bauch aus. Manche spüren vielleicht schon die Energie des Bodens. Also einatmen, unteren Bauch einziehen, ausatmen, ausdehnen. Einatmen, unteren Bauch einziehen, ausatmen, ausdehnen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt sehen wir unsere Finger, kreisen damit schön um unsere Brüste, tasten die dabei ab, ob es da irgendwelche Verhärtung gibt. Also bei den Frauen. Bei den Männern ist ja eh immer alles gestählt. Soll aber eigentlich auch schön locker werden. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. So, jetzt schön hier wieder rein in unser Dreieck beim Schlüsselbein. Bei der Einatmung ganz nach oben, atmen schön tief ein und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Einatmen. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Lockern. Hände über Kreuz. Nach unten ziehen und nach hinten. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und ausbringen, die Wirbelsäule, die energetische. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ziehen wir die Energie in die Hände zusammen und hauen uns die hinten wieder auf diesen siebten Halswirbel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Und jetzt kreisen, Bewegung zur Seite. Immer in die Hand schauen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, wir können dabei auch den anderen Arm immer noch mal nach hinten machen. Das ist auch mal sehr angenehm. Auch noch ein paar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, mir wurde gesagt, eine Übung sei ein bisschen ruckartig. Die wir jetzt eigentlich im Anschluss immer machen. Deswegen machen wir mal unsere Heiler-Faust. Wir machen wieder den Daumen hier rein und schlendern einfach mal und hauen dabei mit unseren Fäusten hinten auf die Niere und hier oben, da ist vom Herzmeridian ein wichtiger Punkt und die beleben wir uns da mal ein bisschen und drehen schon mal unsere Wirbelsäule dabei, lassen es schön schlackern, Binden, Herz. Allerdings soll die andere Übung nicht fehlen, weil sowohl die langsamen Bewegungen als auch die schnellen Bewegungen, die haben ja alle eine verschiedene Qualität. Und ja, mir ist auch diese Qualität wichtig, weil bei mir, es kracht immer dabei ein bisschen schön, macht es wieder gerade. Deswegen möchte ich diese Übung auch nicht missen. Also wir drehen uns nach hinten, nehmen wie den Feuerball, nehmen den nach unten, kommen hinten in unseren Nacken. Und mach einmal Krach zur Seite. Machen wir jetzt. Wir können es auch entspannt machen, zärtlich die ersten und danach die Intensität steigern. Oder ihr macht dann eure Übung, wie es beliebt. Also, 1. Ui, da war er schon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Andere Seite. 1. 2. Ich buddel mich hier ein. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. So. War zumindest bei mir schön zärtlich. Denn machen wir jetzt hier die Leistendehnung. Also hier muss es schön ziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier auch. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und machen jetzt unsere Hüftkreisung. Bei der Hüftkreisung haben wir ja gesagt, das Becken geht über den obersten Knochen vom Oberschenkel. Das ist es auch. Also es geht jetzt nicht darum, hier den super Hüftschwung hinzukriegen. Ist natürlich auch schön, wenn das anmutig aussieht bei euch, zumindest bei mir. Es sollte den Effekt haben, dass das Becken über diesen Knochen geschwungen wird und dieses Gelenk. Ja, bei manchen richtet sich da auch was ein. Viele sind da schief. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andere Seite.
So, dann gehen wir auch schon zu unseren Knien über. Hände, Handchakren auf die Knie. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Strecken. Und nach innen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Füße zusammen. Was für coolen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Strecken. Andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, dann machen wir hier. Hände schön in die Seite. Ein Fuß nach hinten. Und schön den Fuß drehen. Zehen drehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ich bin hier wirklich wie beim Sandbogenbau in andere Richtung. 3, 4, ich versinke gleich. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Achso, Fuß ausdehnen, hinten ein bisschen, vorne. Es sind immer andere Bänder, die dabei gedehnt werden, ein bisschen noch klopfen. Düpp, düpp, düpp. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, die Decke macht auch mit. Ist jetzt ganz entspannt. So, dann machen wir nochmal schnell hier die zwei Sitzübungen. Und 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Dann haben wir jetzt die übliche Erwärmung geschafft und ich baue jetzt ein bisschen um und dann machen wir jetzt die Bodenübungen. Also wenn ihr schon was habt, könnt ihr euch was Schönes, Yogamatte oder sowas mal auf dem Boden ausbreiten. Dann legen wir auch gleich los. So, dann hoffe ich, ihr habt euch das jetzt alles schön gemütlich gemacht. Deswegen, wir legen uns jetzt erstmal schön hin, ziehen die Beine ein bisschen an und lassen die jetzt ganz sanft zur linken Seite fallen. Genau, die Arme strecken wir dabei noch schön aus. Und zur rechten Seite fallen. Jetzt lassen wir die zur linken Seite fallen. Zur rechten Seite fallen. Jetzt lassen wir die zur linken Seite fallen. Zur rechten Seite und genießen schön. Das soll jetzt gar keine Anspannung sein, sondern ganz locker soll das fallen. Es geht hier um Auflockerung hier und nicht um Muskelaufbau. Und, stehen uns das schön rein. Diese Position. Jetzt machen wir die auch noch ein bisschen schneller.
Weil wir haben ja gesagt, die langsamen und die schnellen Positionen haben verschiedene Qualitäten. Dass wir die schön beide auskosten, werden wir jetzt noch ein bisschen schneller. Und links und rechts und links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, wir müssen auch nicht übertreiben. Lockern dann nochmal schön ein bisschen auf. Kommen jetzt zu einer meiner Lieblingsübungen. Dazu nehmen wir unseren Fuß in unser Ellenbogengelenk. Machen den anderen Ellenbogen um unser Knie. Gucken, dass wir ganz gerade sind. Das Bein sollte gerade sein, der Fuß sollte gerade sein. Gerade heißt, also gerade, sollte nicht so schief sein, nicht so hoch sein, sondern so gerade vor uns. Das Knie sollte den gleichen Abstand von unserem Oberkörper haben wie der Fuß. Wir machen das Ganze natürlich im Liegen. Das muss man jetzt so zur Beschreibung. Legen uns dann schön hin und ziehen es dann gerade zu uns ran. Das ist auch eine wundervolle Partnerübung, weil der Partner, der sieht nochmal besser, ob auch wirklich alles gerade ist. Dann lächeln wir dabei, spüren, wie schön sich hier alles dehnt, genießen die Position. Schütteln dann aus, kommt von mir aus auch ein bisschen hoch, wenn es dann einfacher ist. Die andere Seite, wir haben hier einen schwarzen Sandstrand. Hier ist, glaube ich, viel Mangan drin. Was natürlich sehr schön ist, wenn man ganz schick hier sein möchte, in seinem weißen, blauen, seinen weißen Kleidern. So, machen hier wieder alles gerade. Jeder hat eine Seite, da komme ich fast weg, da funktioniert es besser. Eine Seite, da funktioniert es noch besser. Und dann ziehen wir das hier schön gerade ran. Genießen die Streckung. Atmen dabei schön ein. Nehmen wir wieder die andere Seite, gerade, gehen dann nach hinten oder sind schon auf dem, oder bleiben einfach, am besten ist, ihr bleibt auf dem Rücken, nicht so wie ich das hier mache. Wir können auch mit der Hand, bei mir geht es immer das Knie zu weit und das hier zu wenig, ich unterstütze dann immer mit der Hand ein bisschen unten, ziehe das ran, man kann auch ganz unten liegen bleiben, man muss jetzt nicht bis ans Schienbein ran. Genießen die Streckung. Nehmen uns dann die andere Seite wieder vor. Machen das schön gerade. Genau, lächeln. Ist immer dabei am besten. Ihr könnt natürlich auch bei den ganzen Übungen immer die Zunge an den Gaumen machen, dass die Energie noch besser fließt. Ich komme wieder ein bisschen hoch, weil wir noch ein bisschen dabei abschütteln hier. Umarme wieder schön mein Bein. Gehe sachte zurück. Atme entspannt.
Nehmen wir jetzt nochmal das Bein. Gerade, das Wichtigste ist, dass wir es gerade machen. Weil dabei richtet sich schön unser Fundament, was ja unsere Beine sind. Die werden dabei schön gerade. Und ja, wisst ihr, aus einem geraden Körper kommen auch keine schiefen Gedanken oder keine krummen Gedanken. Gehen wir nochmal zur Mitte. Nehmen wir jetzt nochmal richtig. Jetzt machen wir die letzten zwei Durchgänge. Also machen jetzt mal richtig bis zur Brust. Genießen. Versuchen zu lächeln. Gehen dabei runter und ganz nah ran. Ganz nah zum Körper. Oh, was ist denn so laut? Und noch ein allerletztes Mal die andere Seite. Schön umarmen, die Beine zurück, Beine an die Brust, gerade, genießen, genießen, so, ich ziehe mir mal kurz die Matte hier wieder ein bisschen gerade. Jetzt machen wir nochmal eine schöne Entspannungsübung. Ich hoffe, ich lege mich mal einfach hier in den Sand. Und zwar Füße öffnen, schließen. Schön dabei die Beine durchwackeln. Da können wir jetzt auch hier wieder uns ausklopfen mit den Füßen. Andere Richtung. Ah, da ist schön. Habe ich mir hier wieder eine schöne Sandburg gebaut. Wie gestern mit meinem Sohn. So. Dann setzen wir uns jetzt ganz bequem hin. Gucken, dass beide unsere Beckenknochen am Boden sind. Unsere Füße sind zusammen. Und dann nehmen wir jetzt unsere Handchakren, richten uns nochmal richtig aus, dass wir wirklich vernünftig sitzen. Unsere Handchakren werden jetzt die Fußchakren berühren. Gehen wir einatmen, ausatmen und so sind wir noch ganz gespannt, entspannt, können hier noch ein bisschen reinwackeln in die ganze Position, genießen das, spüren, wie die Energie zwischen unseren Händen und Füßen hin und her schwappt, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. So. Die ganz Gelenkigen von euch, die haben jetzt wahrscheinlich hier schon so ihre Füße, ihre Knie geküsst. Die anderen von uns, die weniger gelenkig sind, machen das jetzt trotzdem. Und zwar machen wir jetzt wieder die dynamische Bewegung, 18 Mal Knie küssen, damit die sich auch gewertschätzt fühlen. Und damit legen wir jetzt mal einfach los. 1, 2, 3.
18. So. Dann kann man nochmal schön ausschütteln. Ein bisschen auswackeln. Denn jetzt kommt der spaßige Teil. Da seht ihr, habt immer noch ein bisschen Rauch vom Waldbrand. Das ist echt 10% vom ganzen Waldgebiet. Hunderte Quadratkilometer sind da verbrannt. Einfach so. Oder vielleicht, weil da irgendwelche Leute bauen wollen. Aber naja. Wir sind hier für die schönen Sachen im Leben. Deswegen, wir gehen mit unseren Händen zusammen, verschränken die, packen die dann davor und ja, warten in so 18 Sekunden. Oder bis ich sage, es reicht, können auch gerne länger bleiben. Deswegen atmen wir jetzt einmal schön ein. Verschränken die Finger, drehen die Finger, Handflächen nach außen. Atmen schön, langsam, gleichmäßig aus. Die Luft, die dabei entweichen will, lassen wir raus aus unserem Körper, machen die Hände hinter die Füße und ja, liebkosen nochmal unsere Knie, lächeln dabei. Lächeln nicht vergessen. Die Knie bleiben auf jeden Fall durchgestreckt bei der ganzen Geschichte. Lieber bleibt er ein bisschen höher, als die ganze Zeit bis ganz nach unten. Dann kommen wir langsam wieder hoch. Atmen schön ein. Schütteln unsere Beine. Wir können hier heiler Faust. Wir können uns schön noch mal ein bisschen abklopfen. Wir können von den Nieren bis zu den Füßen entspannen ein bisschen. Eben hat sich bei mir schon mal die Kamera ausgeschaltet. Also ich habe die ganzen Übungen gerade schon mal gemacht, ohne dass gefilmt wurde. Da ist hier so ein Hund angekommen. Jetzt war ich es leider nicht. Der ist angekommen. Da hat er mir gegen Stativ gepullert. Und so. Ne? Und ist auf einmal, zack, ist auf einmal weg gewesen. War ein schöner Lacher. Und ja, und wir hatten in der Zwischenzeit ein bisschen Zeit, uns auszuruhen. Und ja, deswegen, ich kann euch noch mal erzählen. Das Ganze ist auch sehr gut für die Menschen, die ganz viel Fleisch essen, viel Bier trinken. Da werden die ganzen Därme werden dabei mal schön durchgeknetet und werden dabei auch mal durchblutet. Und das sorgt dafür, dass das Hüftgold auch ein bisschen schwindet. Und die gute Durchblutung fördert halt auch die Verdauung. Und wir waren ja letztens auch bei der analen Phase gewesen, wo die ganzen energetischen Erstarrungen hier im unteren Analbereich sind. Und ja, das lockern wir damit auch ein bisschen auf. Schritt für Schritt. Man wird nicht gleich vom Sadisten zum entspannten Menschen. Sind wir ja alles natürlich nicht. Haben wir hoffentlich überhaupt keine Züge damit. Aber wenn so Reinlichkeitswahn oder Messi-Wahn hatten wir ja auch, ist in dieser ganzen analen Phase sowas, was da rauskommt, dass diese super pingeligen, reinlichen dann auch oft sadistische oder masochistische Züge haben. Und dann mal ein bisschen die Theorie nochmal zu wiederholen. Und dass das Ganze, was wir hier machen, ja auch immer ineinander kommt. So, jetzt hoffe ich, ihr seid wieder ein bisschen locker. Drum atmen wir nochmal schön ein. Atmen schön aus. Gehen mit den Händen hinter unsere Füße. Machen die Münder auf die Knie und genießen.
und atmen uns da schön rein in diese Stellung. Kommen wir langsam wieder hoch. Atmen schön ein. Lockern uns noch mal ein bisschen auf. Der zweite, oder wenn wir der fünfte. War jetzt auch schon viel einfacher. Uiuiuiuiui. Hier unten ist bei mir ganz schön fest. Hier, was ist hier los? Können wir uns auch noch mal schön den Bauch ein bisschen, die Nieren massieren. Oder die wärmen wir auch gleichzeitig, wenn wir mit unseren Händen darauf gehen. So, genug entspannt. In dieser Position entspannen wir uns wieder mit unseren Gesichtern auf den Knien. Einatmen, Handflächen nach oben, ausatmen und genießen. Das ist der letzte Durchgang. Streckt euch nochmal schön richtig rein. Atmet bei jeder Ausatmung, geht er noch ein Stück tiefer. Bei der Einatmung bleibt ihr so. Bei der Ausatmung gehen wir wieder etwas tiefer. Atmen wieder schön ein. Bei der Ausatmung gehen wir noch etwas tiefer. Atmen wieder schön ein, bleiben dabei in der Position. Gehen bei der Ausatmung wieder ein Stück tiefer. Atmen schön ein. Und gehen bei der Ausatmung wieder ein Stück tiefer. Wenn wir die Zunge am Paladar haben, unsere Augen geschlossen, sehen wir über unsere Nasenspitze vielleicht auch schon unseren Dungeon. Atmen nochmal ein und gehen bei der Ausatmung nochmal ein Stück tiefer. Dann kommen wir langsam wieder hoch. Atmen dabei ein. Schütteln nochmal unsere Beine schön aus. Wir nehmen jetzt unseren linken Fuß, klopfen den ein bisschen ab, machen den hier in diese Position. Das Schienbein sollte so ungefähr parallel zum Meer sein. Der Fuß sollte so senkrecht oder in einer Linie sein, dass wir wieder schön gerade sind. Der Fuß ist im Optimalfall auch der vordere. Zeigt nach oben und dann nehmen wir jetzt mal unsere Finger zwischen unsere Zehen und machen ein paar kreisende Bewegungen nach vorne. Dabei nehmen wir unseren Daumen und unseren Zeigefinger unterhalb der Knöchel. Da finden wir cool und da drücken wir so fest rein, wie es geht. Machen wir 18 kreisende Bewegungen nach vorne. Die 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und nach hinten oder andere Richtung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Jetzt massieren wir schön unsere Zehen und die Täler, die wir hier haben. Wir haben hier das erste Tal mit dem Lebermeridian verbunden. Das entspannen wir schön. Das zweite Tal ist mit dem Magen verbunden. Und Magen haben wir hier auch beim Meridian. Der verläuft hier dann. Wir müssen nicht genau wissen, wo diese Meridiane verlaufen. Also wer das natürlich möchte, in einer Sendung werde ich das auch mal ein bisschen präsentieren. Aber wir massieren hier einfach rund ums Schienbein. Da haben wir die richtigen Punkte immer dabei. Und wir merken auch, wo dann so eine Kuhle ist, wo es weh tut auch ein bisschen, dem können wir mehr Aufmerksamkeit schenken. Das ist eigentlich so die Methode, die ich am effektivsten finde. Massieren gleichzeitig hier den Magen nach unten, also runter. Magen und Knie, wissen wir deswegen auch, wenn wir Knieschmerzen haben, dann kann es auch an einer Magenverstimmung liegen. Das muss nicht immer nur sein, dass man jetzt irgendwie was mit dem Knie hat. Kann man vielleicht auch mit einer gesünderen oder mit einer passenderen Ernährung, möchte ich das mal nennen, da Erfolge erreichen. So, gehen wir ins nächste. Das müsste schon die Blase sein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ah, sehr schön. Ja, wir sehen ja dann auch immer, welche Täler wo am verspanntesten. Ich mache dann nochmal eine Theoriestunde irgendwann. Da kommen dann noch die Bilder, dass ihr das dann seht, was denn jetzt genau irgendwo ist. Und hierbei können wir auch gleich, fassen wir vorne mit den Fingern unser Schienbein an und hinten mit den Daumen massieren wir unsere Wade. Da merken wir dann auch immer, wo es richtig Spaß macht. Also das ist jetzt gerade bei mir so die Achilleswade, würde ich es mal nennen. Vor allem, wenn ich hier gerade zu der Ferse gehe. Ui. Hier die äußeren Sachen. Ist auch immer schön. Ja, das ist dieser Blasenmeridian, der verläuft hier so außen. Und die Massage von diesem äußeren Meridian hier, der wird bei uns auch immer Infiernito genannt. Und Inferno ist ja Hölle, Fegefeuer oder wie das auch immer ist. Weil das tut fast allen Menschen höllisch weh. Aber auch diese Meridiane können entspannt werden. Und auch da, ja, da sollten wir für Entspannung sorgen. Mal schön die Wade hier mitnehmen. Genießen die frische Luft. Einen schönen Geruch. Hier außen nochmal alles. Haben auch alle Zehen haben wir hier mit entspannt. Vielleicht haben sie auch nochmal schön geknackt. Oh, da. Sonst holen wir das jetzt nach. Da war er. Dann haben wir hier, ist unser Nierenmeridian. Und in diesen asiatischen Ländern, wenn dort geheiratet wird, dann kommen da die Freunde und Verwandten und die haben da so Trockenfische und hauen den Ehemännern und Ehefrauen, glaube ich, auch immer hier auf diesen Nierenmeridian. Denn die Nieren, die bilden alle Körperflüssigkeiten. Hirnflüssigkeit, Knochenflüssigkeit, Fortpflanzungsflüssigkeit. Und da kommt die Potenz her. Deswegen nehmen wir wieder schön unseren Heiler, unsere Heilerfaust. Immer die benutzen. Die ist, wie gesagt, immer. Und damit hauen wir 18 Mal auf unseren
auf unseren Nierenmeridian, auf dass die Nieren schön, schön energetisch sind. Und genau, schwarze Sachen, die er isst. Kaffee zählt nicht, Cola zählt auch nicht. Also sonst schwarze Samen, schwarze Bohnen und diese ganzen Geschichten, die es dann gibt, schwarze Rüben, ist alles für die Nieren perfekt. Also kann ich auch mal dafür empfehlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mehr potenzschwächere Leute, die können wir auch noch ein bisschen weitermachen. Aber wir sollten nicht übertreiben. Es geht ja auch um die, Ruhe, um das Genießen. Und nicht um die reine Leistung. So. Hand, rechte Hand und die gegensätzliche Hand aufs Knie. Und dann strecken wir es jetzt hier aus schön. Machen das Ganze auch 18 Mal. 1, 2, 3. Also sollte schön hier ziehen überall. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So. Dann danken wir nochmal schön unserem Fuß. Danke, dass du uns ein ganzes Leben lang stets treu gedient hast, uns durch die ganze Welt gebracht. Und ja, wir genießen und danken dir, dass du auch schön weiter so tüchtig bleibst. Und ja, vielen lieben Dank. Dann nehmen wir den Fuß in die Leiste. Aber wo sind wir jetzt gewesen? Ah ja, okay. Fuß in die Leiste und machen einmal 18 Mal Knie auf dem Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macht auch schön Spaß, hä? Wo es jetzt zieht. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jetzt nehmen wir wieder unsere Handchakren auf Fußchakra. Machen wir genau wie beim Dungeon immer. Männer zuerst die linke Hand, die rechte oben drauf. Frauen, linke Hand auf die rechte. Atmen schön ein. Und gehen mit den Handchakren auf das Fußchakra. Spüren es da wieder schön rein, wackeln uns hier in eine Position, die angenehm ist. Eine Genießerposition. Lächeln. Danken nochmal unserem Fuß. Jetzt ist ja der andere, den wir gerade angucken. Wir können auch schon ein bisschen weiter runter. Dann nehmen wir die Hand, die auf der Seite des Knies ist, des angewinkelten, in unseren Nacken. Bleiben gerade und Knie küssen wieder angesagt 18 Mal. Immer mit einem Lächeln. Und ja, das machen wir wieder dynamisch. Eins. Sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So. Ihr erratet auch schon, was die nächste Position ist. Schön einatmen. Finger verschränken, nach oben, nochmal schön strecken, ausatmen, nach unten. Machen wir gleich wieder schön ausatmen, nach unten, einatmen, gleich bleiben, ausatmen, wieder nach unten.
Einatmen, wieder so bleiben. Nochmal schön alles ausrichten, schön gerade bleiben. Ausatmen nach unten. Einatmen, so bleiben. Ausatmen nach unten. Einatmen. Und beim Ausatmen gehen wir wieder runter und entspannen in diese Position und genießen die. Kommen wir wieder langsam hoch. Atmen ein. Unser Brustkorb nochmal schön frei. Gucken wir nochmal unsere Position. Ob uns die so gefällt, ob uns die so gefallen hat da unten. Wir haben ja auch, sind auch da schön reingewackelt. Dann brauche ich diesmal gar nicht so lange ablenken zwischen den Übungen, weil die war ja schon viel einfacher, oder? Deswegen atmen wir gleich wieder ein. Verschränken die Hände, machen die Handflächen nach oben. Atmen schön aus. Danken unserem Knie. Dass es uns auch so schön immer durch die Welt trägt. Mit Leichtigkeit. Haben die Zunge im besten Fall wieder an unserem oberen Gaumen und schauen über die Nasenspitze auf unser unteres Energiezentrum. Einatmen nochmal, nochmal schön ausatmen, schön fallen lassen. Dann kommen wir wieder nach oben. Atmen schön ein, genießen. Und unseren Hals. Falls wir den ein bisschen verschränkt haben. Eine kleine Kreisung. Andere Richtung. Merken, wie wir schön locker sind. Atmen wieder schön ein. Verschränken die Finger. Und kommen ein drittes Mal nach unten. Zum richtigen Endgenuss. Legen uns schön gerade rauf auf unser Knie. Wenn wir noch so in dieser Position sind, machen wir wieder einatmen, ausatmen etwas tiefer. Einatmen, wie das Meer. Ausatmen, dich ganz tief. Einatmen, wir legen unseren Kopf auf den Knie ab beim Ausatmen. Einatmen und ausatmen. Kommen wir jetzt hoch, atmen schön ein. Schütteln unsere Beine aus. Alles muss immer schön locker sein, dass es auch Spaß macht. Kommen jetzt zur anderen Seite. Machen den Fuß wieder schön sauber, je nachdem, wo wir gerade sind. Nehmen unsere Finger um unseren Fuß, die Finger um unsere Knöchel, haben wir wieder die rechten Winkel eingehalten und machen, also wenn wir hier schön festhalten unter unseren Knöcheln, 18 Drehungen, ich nenne das jetzt mal vorwärts wieder, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und rückwärts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dann fangen wir jetzt wieder an und massieren die Täler hier oben auf unserem Fuß. Machen wir gleich den Zeh, knacken wir jetzt gleich am Anfang mit. Gehen hier wieder ins zweite Tal. Versuchen dabei wieder hier unseren Magenmeridian. Wie ich gesagt habe, oh, hier ist er. Was ist da los? Nur guten Fisch gegessen in den letzten Tagen. Gehen hier runter. Knacken den Zeh schön. Oh, was ist denn da los? Wie gesagt, den Punkten, wo wir merken, eieiei, wusste ja gar nicht, dass mir da weh tut. Hier können wir gerne mehr Aufmerksamkeit schenken. Aha, den merken wir uns mal fürs nächste Mal. Kommen wir hier zum nächsten Tal, machen da gleich mit unsere Wade. Ja, das ist, ich hatte mal einen kaputten linken Knöchel, über Jahre lang, sagen wir mal 5-6 Jahre. Und da konnte ich immer nicht so gut laufen und wusste immer, wenn ich eine Viertelstunde gelaufen bin, habe ich so ein bisschen gehinkt an meinem linken Fuß und mein rechtes Bein musste diese ganze Last ausgleichen über etliche Jahre hinweg. Konnte ich auch nicht so schön wandern. Ja, und deswegen, da ist mein, weil das so überlastet wurde in der Zeit, muss ich mein liebstes rechtes Bein immer noch ein bisschen, dem muss ich immer noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, dass den ganzen Ausgleich gemacht hat und sich dabei schön verspannt. Schön. Wie bei so einem Speerwerfer, wo eine Seite so total kräftig ist, die andere dann ein bisschen verkümmert. Ist das hier meine kräftige Seite? Eieieiei. Schön massieren den Infernito, wie wir gesagt haben. Eieiei. Und wie gesagt, wir müssen jetzt nicht alles rauskriegen beim ersten Mal, jedes Mal ein bisschen. Heben wir uns das auf, machen hier noch die Täler schön fertig, die Massage. Eieiei. Dann sind wir die Zehen hier vor. Knick, der Kleine. Hat er geknickst. So, denn für unsere Nieren wieder die Heilfaust und 2, 3, noch, Entschuldigung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, schön nochmal die Niere stärken. Ah, sehr schön. Nochmal. Also wer hier nicht die Finger reinnehmen möchte, was immer meine Lieblingsposition ist, der kann die Hand, nimmt die hier an die Seite, andere Hand wieder hier aufs Knie und 1, 2, 3, oh, genießen, machen wir schön langsam, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, sehr schön. Rein hier das Knie, den Fuß. Aber wie gesagt, ist nicht jede Seite gleich gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wir nehmen wieder schön unsere Handchakren. Können ihr noch mal schön ein bisschen aufwärmen. Hände, haben wir die schon durchgeknackt? Oh. Nehmen die wieder. Machen die vor unseren Fuß. Gehen wir wieder schön in eine angenehme Position. Machen uns vielleicht hier den Fuß noch mal ein bisschen besser. Gucken, dass nicht unsere Sachen zerreißen, weil wir die ganzen Muskeln nach vorne bringen müssen oder wollen. Genau, ist ja alles gewollt hier. Entspann uns schön in diese Lage. Kommen wir wieder zum dynamischen Teil. Eine Hand kann gleich vorne bleiben, andere Hand kommt im Nacken. Linke Knie möchte auch nochmal geküsst werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Da war's, 18. Lockern wir uns wieder schön aus. Wir können hier den Fuß noch ein bisschen, die Fußsohle, heieiei, von meinem rechten. Ich mag das immer. Da ist irgendwas. Irgendein Energiestau haben wir hier. Ja, den kriegen wir raus. Den kriegen wir raus, auch wenn der schon über Jahre wahrscheinlich ist. Vielleicht Jahrzehnte. So. Wieder schön einatmen. Finger verschränken. Handflächen nach oben. Nach oben strecken. Und genüsslich wieder nach unten. Einatmen. Ausatmen. Noch einen Schritt weiter nach unten. Einatmen. Noch einen Schritt weiter nach unten. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Kommen wir wieder hoch. Mit einer schönen Einatmung. Gucken, was wir wieder noch lockern können. Also wie gesagt, hier oben, Brust, bei mir, hier unten, Fuß, die Leiste, eieiei, was uns einfällt, hier nochmal die Wade, hier vielleicht nochmal, hier hinten die Pobacke, dass die schön gerade hier sitzt. Bei vielen Menschen die Knie. Nochmal schön wohlfühlen. Einatmen, Hände über den Kopf, verschränken die Hände, Handflächen nach oben. Mit der Ausatmung langsam gerade nach vorne. Einatmen, so bleiben. Ausatmen, wieder tiefer. Einatmen, entspannen. Ausatmen. Noch tiefer gleiten. Einatmen. Und ausatmen. Den Kopf schön aufs Knie legen.
mit einer Einatmung. Kommen wir dann wieder hoch. Locker nochmal unsere Position. Machen uns nochmal schön gerade. Locker noch ein bisschen. Aber wir sind ja schon völlig entspannt. Atmen wieder ein. Führen wieder unsere Finger zusammen. Handflächen nach oben. Und hinter die Chakren. Und ausatmen. Einatmen. Lächeln und entspannen. Ausatmen. Aus Knie. Einatmen. Und ausatmen. Und da es der letzte Durchgang ist, nehmen wir noch einen schönen Atemzug. Atmen wieder schön aus. Und weil es so schön ist, noch einen. Einatmen. Und ausatmen. Bei der nächsten Einatmung kommen wir wieder hoch. Schütteln unsere Beine. Schön aus. Klopfen uns nochmal ab. Jetzt kommt meine absolute Lieblingsposition. Dazu müssen wir unsere Hose auch wirklich in eine Position bringen, in der sie nicht reißen wird. Nehmen unsere Füße hier zusammen. Rutschen am besten, also ich mache das immer so nochmal mit dem Becken ein bisschen nach, dass wir so möglichst keinen Abstand haben zwischen denen. Dann fangen wir an mit unseren Knien und machen die auf dem Boden 18 Mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dann machen wir die Übung, die sich im Dojang immer sehr nach We Will Rock You anhört. Und zwar machen wir 1, 2, bam! 1, bam! Bam! 1, 2, bam! Bist du Freddie Mercury Style? Dumm, dumm. So, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsübung. Und zwar ja, rutschen wir dabei nochmal schön mit dem Becken an unsere Füße ran. Jetzt nachdem die gelockert sind, also wie könnt auch hier von mir aus, gibt es immer die lustigsten Positionen, in denen wir da sitzen können. Ziel ist es, möglichst nah hier dran zu sein mit dem Becken und dann machen wir wieder schön die Einatmung. Ich empfehle euch gleich, die Zunge hinten an den Gaumen zu haben. Ich werde ein bisschen weiter quatschen, deswegen ist mir dieses nicht vergönnt. Schließt die Augen. Sonne ist das linke Auge, Mond das rechte Auge. Die Vereinigung der zwei Augen schaut dann auf die Nasenspitze und schaut dann auf unseres Energiezentrum. Vielleicht schafft ihr es ja, euch einfach mal nur auf das Energiezentrum zu konzentrieren. Einfach mal mein Gequatsche kurz ausblenden. Geistig. Natürlich könnt ihr da noch weiter mal zuhören. Und einfach entspannen. Wir gehen jetzt mit der Einatmung. Macht jetzt bitte wieder mit. Einatmen. Ausatmung. Gehen wir tiefer. Und wenn wir nicht so weit kommen, wieder, gehen wir bis dahin, wo wir kommen. Atmen an dieser Höhe nochmal ein in den unteren Bauch. Und atmen dann wieder aus, gehen wieder ein Stück tiefer.
atmen dann wieder ein auf dieser Höhe. Dann nochmal strecken und schütteln. Atmen dann wieder aus und kommt wieder ein Stück tiefer. Atmen dann wieder ein und atmen wieder aus. Atmen wieder ein und atmen wieder aus. Ziel ist es, die Brust auf die Füße zu legen. Was ich auch immer gern mache, ich massiere mit meinen Füßen gerne mal meine Stirn bei der Geschichte. Okay. Gut, aber das ist keine Sondertechnik, deswegen lasse ich die mal hier weitestgehend weg. Einatmen und raus und schön die Brust auf die Füße legen. Die Füße, das Kinn in die Füße. Einatmen. Wer möchte, kann auch die Hände hinterm Rücken verschränken. Dann kommen wir erstmal hoch. Ein Lächeln. Atmen wieder ein. Machen vielleicht nochmal hier das Bibel Rakyu. Bam! 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 So, sind wir wieder schön entspannt. Sind wir schön entspannt? Habe ich gesagt zu meinen Beinen. Normal. 1, 2, 5. Robben dann wieder ran an unsere Füße. Machen uns schön gerade in der Einatmung und in der Ausatmung. Gehen wir wieder schön nach unten. Jeder in seinem Tempo, jeder in seinem Rhythmus. Mich gibt's noch, ihr werdet da unten. Und mit der nächsten Einatmung kommen wir jetzt wieder schön nach oben. Genießen. Lockern uns gerne nochmal auf. Uiuiuiuiui. Bam, bam. Weil man nicht von Queen genug haben kann. Wir robben wieder ran an unsere Füße. Den Abstand immer verkleinern. Atmen schön ein. Machen uns dabei schön gerade und lang. Atmen aus. Und gehen dabei wieder schön runter. Atmen wieder ein. Machen uns gerade. Atmen wieder aus, gehen dabei runter. Einatmen, gerade machen. Ausatmen, runter. Jeder in seinem Rhythmus. Vielleicht schafft ihr es, 10 Sekunden einzuatmen, einatmen. Und 10 Sekunden ausatmen. Zehn Sekunden einatmen.
und 10 Sekunden ausatmen. Mit der nächsten Einatmung kommen wir wieder schön nach oben. Strecken unsere Beine. Schütteln die jetzt einmal schön durch wieder. Ich hoffe, ihr merkt die weniger als ich. So, jetzt kommen wir zu einer Position. Ja, die ist nicht gerade meine Lieblingsposition. Ich zeige die trotzdem. Gehört ja dazu. Also, wir machen die Füße. Die müssen so nach hinten zeigen, wieder so parallel zum Meer. Knie zeigt nach vorne. Ich mache zuerst das linke Knie über das rechte. Eieiei. Frauen fällt es, glaube ich, leichter. Die ganze Geschichte. So, wenn wir uns dann da irgendwie rein entspannt haben in diese Situation, nenne ich das mal. Knie übereinander. Eieiei. Ja, da gibt es so ein paar Tricks, wie man da reinkommt. Wichtig ist neben dem, dass die hier so gerade sein sollen, Knie gerade, dass beide Po-Backen, Knochen, auf dem Boden sind. Gleichzeitig, gleichmäßig. Wer das nicht schafft, ist schief. Wie soll derjenige gerade Gedanken rauskriegen? Hä? Also, atmen wir wieder entspannt ein. Lächeln. Und gehen schön runter. Wieder hoch, entspannen uns, korrigieren nochmal unsere Position, gucken, dass wir auch mit beiden Po-Backenknochen am Boden sind, entspannen uns und gehen nochmal runter und bleiben dabei mit beiden Po-Backenknochen auf dem Boden. Und diese Position, also wenn wir jetzt nicht mit beiden Backen auf dem Boden sind, hilft natürlich auch, dass wir dann irgendwann das mal schaffen, uns mal ja, uns zu begradigen halt wirklich. Ja? Einatmen nach oben, entspannen, an was Schönes denken, Leichtigkeit. Atmen wir wieder ein und gehen nach unten. So. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir die Knie wechseln oder die Beine wechseln. Natürlich alles ganz entspannt. Die Möwen lachen schon. Freche Möwe. Ja. Ups, was habe ich jetzt hier gemacht? Die Technik, immer auf die Technik achten. Oh mein Gott. Auch bei dieser Geschichte, wie schon gesagt, ja, die Jogger lachen hier auch. Und einatmen, beide Po-Backen, Knochen auf dem Boden und ausatmen.
entspannen. Wieder hochkommen. Gerne nochmal die Position ein bisschen optimieren. Ah ja, immerhin. Herzlichen Glückwunsch an all diejenigen, denen diese Position leicht fällt. Einatmen. Gucken, ob wir gerade sind. Ausatmen. Kommen wir wieder hoch. Optimieren noch ein letztes Mal die Knie und unsere Pobacken. Versuchen zu atmen. Atmen natürlich ganz entspannt. Und wieder schön entspannen. Alles ist schön, alles ist gut. Ja, und wirklich darauf achten. Ihr könnt es auch nochmal während der Übung richtig stellen oder gerade stellen, dass wirklich beide Po-Backenknochen auf dem Boden sind. Ich habe mir jetzt 100 Mal wiederholt. Aber diese Übung, die macht euch wirklich gerade und also die hat wirklich einen riesen Mehrwert, auch wenn die so unangenehm ist für manche Menschen. Für viele ist die auch sehr einfach. So, dann kommen wir nochmal mit einem entspannten Lächeln nach oben, schütteln uns jetzt nochmal aus. Komplett und kommen jetzt zu den, machen wir überall Luft und locker und ziehen uns die Hose nochmal so, dass auch ja ganz bleibt. Machen dann nochmal schön Spagat. Also natürlich so weit wie wir kommen. Jeder da in seiner Fasson. Machen da schön mit dem Lächeln. Gehen noch mal nach vorne. Genießen diese Position. Stretchen ist da schön rein. Können es auch noch mal da massieren, was am meisten zieht. Ja, alles hart. Hoch. Machen das Ganze nochmal in die andere Richtung. Wie gesagt, jeder hat immer eine bessere Seite und eine, da geht es noch schöner. Genießen, lächeln. Immer schön atmen, dass auch immer tiefer kommt. Also wer jetzt hier wieder in der Mittelposition ist, bleibt da, macht es ganz entspannt. Jedes Mal wird es ein bisschen besser und es kann auch ewig dauern. Aber wie gesagt, es geht darum, um hier unten Energie und Leben und Beweglichkeit wieder reinzubringen in diese ganze tote, starre Wüste, energetisch. Ne? Also ich rede nicht von Impotenz, ich rede von der feinstofflichen Energie, wie sie auch genannt wird. So. Wenn wir dann genug von dieser Position haben, das Männerspagat ist das, glaube ich, dann gehen wir in die nächste Position. Den anderen Spagat.
mir buddelt sich das jetzt hier noch mit ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade hilfreich ist. So, nehmen wir wieder unsere heilenden Fäuste. Klopfen uns das schön ab. Check mal kurz, ob ich das nicht noch zum dritten Mal aufnehmen muss hier alles. Mir sieht aus, als sind wir noch auf Sendung. Dann haben wir hier unten unsere Sehne. Also die ist auf jeden Fall auch, tut bei vielen Menschen sehr weh. Wird selten in irgendeinem Massagestudio massiert. Ich weiß gar nicht warum. Ah ja, ihr könnt euch die sehr schön selbst massieren und entspannen. Eieieiei. Hier mal noch ein paar mit auf dem Weg. Dann nehmen wir die Hände, verschränken die hinterm Rücken, machen so kleine Pendelbewegungen. Lassen das Pendel immer größer werden. Werden noch schneller. Und ich glaube, meine Füße sind nicht mit im Bild. He? Aber eine Hand kommt zum Fuß und die andere Hand, die kommt jetzt immer hier rüber. Wir machen es 10 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, ist das schön, 8, 9, 10, genau, machen wieder hier mit einer Hand auf dem Rücken, 1, oh, noch besser, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, so schön. Und hier wieder. 1, 2, 3, 4. Und lächeln. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hand auf dem Rücken, die nächsten 8. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. So, jetzt machen wir wieder noch ein bisschen mehr Luft. Gucken wir mal, dass wir unser Gesicht hier nicht ganz im Dreck legen müssen. Oh. So, weil jetzt gehen wir mit den Händen zu den Füßen, mit dem Kinn auf den Boden oder so weit wie wir kommen. He? 1, 2, 3, 4. Oh, das macht Spaß. 5, 6, 7. Oh. 8, 9, 10. Oh. Reicht. Jeder nach seiner Fasson, ja? Ihr könnt auch gerne mehr machen. So, dann kommt wieder das entspannteste von allen. Wir atmen schön ein. Korrigieren nochmal unsere Position vorher. Atmen schön ein. Machen uns gerade und legen uns so weit wie wir kommen hier hin.
vergessen das Atmen nicht. Gehen dann wieder hoch. Mit einem Lächeln. Ziel ist natürlich wieder Bauch auf dem Boden. Klopfen uns hier nochmal schön ab. Ich glaube, es ist schwerer, wenn meine Füße noch weiter unten sind, oder? Einatmen und nach vorne. Bauch auf dem Boden. Von mir aus Hände zu den Füßen. Immer schön atmen. Einatmen. Gerade machen. Ausatmen, noch tiefer. Einatmen, gerade machen. Ausatmen, noch tiefer. Dann kommen wir wieder hoch. Haben immer noch gute Laune, hoffentlich. Können wir noch mal ein bisschen pendeln. Dann machen wir das Ganze noch mal. Und ja, für die, die möchten, verschränken die Hände hinterm Rücken. Und dann gehen wir so nach unten. Einatmen und ausatmen. Okay, dann kommen wir langsam wieder hoch. Nehmen unsere Beine zusammen. Langsam. Schütteln die nochmal schön aus. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid alle locker. Seid jetzt auch runtergekommen, entspannt, in voller Energie. Und ja, beim nächsten Mal hoffentlich wieder im Wald. Ich hoffe, dass da noch was steht und dass man da wieder frische Luft atmen kann. Ansonsten war ja mein Fluchtort jetzt auch nicht so verkehrt. Ja, aber ich möchte schon wieder meinen geregelten Alltag haben. Mein Garten, Hündchen, Kinder. Ja, die sind ja nicht weit. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Könnt ihr hier Daumen hoch geben, kommentieren. Das Wichtigste ist, macht es zu Hause. Macht es vielleicht nicht jeden Tag. Ist natürlich immer am besten, jeden Tag. Aber wenn man zu diesen Bodenübungen 2-3 Mal die Woche kommt, ist perfekt. Und ihr werdet sehen, da kommen wir dann nachher noch mit diesen ganzen Sierra Animales, mit den 7 Tieren. Und so kommen wir auch noch ganz andere Übungen. Und so, ja, uns wird schon nicht langweilig. Wir werden sehen, wie wir weiter uns auflockern, weiter zu uns kommen. Das war jetzt für diese anale Phase sehr wichtig, diese Sachen. Und auch für die Meditation. So langsam war sicher, ich habe schon oft davon geredet. Wir werden jetzt auch zu den Meditationsübungen kommen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf auch. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Liebe. Und schicke euch die wunderschöne Energie des Meeres und der Sonne. Nur für euch. Dankeschön.